Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Witcher 3. Wir sind hier momentan in einem Kampf bei Wurms und Sino. Und wir müssen jetzt mal schauen, ob wir das irgendwie überleben. Aber ich komme immer nicht weg. Reißt euch zusammen, Jungs. Bitte, überlasst ihn mir. Brennt. Er kriegt Flüche. Ich geh mal nach oben. Verfluchter Bastard! Jetzt links! Links! Zack, zack, Fleisch! Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Ich musste aber den letzten Spielstand nehmen. Ich weiß nicht, wo der andere war. Ich habe ja nicht gespeichert. Scheiße. Scheißen Dreck. Ich werde dich abschlachten wie den Hund. Greif dich von hinten an! Ich geh jetzt erstmal hoch. Überlass ihn mir! Verdammt nochmal, du! Los, auf ihn! Aua! Lass mich doch mal! Ich will ja alle umbringen. Nein, okay. Guck mal, Spielladen. Finde Junior. Okay, vor der Haustür. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Warum höre ich jetzt nichts? Seltsam. Seltsam, seltsam. Dupidupidu, jetzt gibt's gleich nochmal Haue. Ich hoffe natürlich nicht. Komischer Vogel. Darf ich? Warum nicht? Ich suche ein Spiel mit hohen Einsätzen. Gibt's hier welche? Ich will spielen, aber mich interessieren nur hohe Einsätze. Ich kenne dich nicht. Vielleicht hast du Geld, vielleicht nicht. Vielleicht kannst du dich benehmen, vielleicht nicht. Halt dich von Ärger fern, dann kannst du irgendwann um hohe Einsätze spielen. Vorerst hast du die Wahl zwischen jeder Menge Tische für einfache Bürger. Verspiel nicht gleich alles auf einmal. Lass mich! Okay. Noch ein Wort von dir und ich bring dich nach oben. Schrecklich, Mensch! Mensch, hast du Angst? Gute Karten heute? Ein Mutant! Was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen? Siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheißlinge? Spielen wir oder nicht? Nein, keine. Gute Gelegenheit, ein wenig Karten zu spielen. Kluger Mann, was? Na gut, wir spielen, wenn du Geld hast. Hab ich. Befiss dich? Hier in der Stadt gibt es das beste Pulver. Ich will nur spielen. Spielen wir. 50, okay. Wenn du darauf bestehst. Ich werd deinen Arsch ficken wie den einer billigen Hure. Nein, das wirst du nicht. Das ist meiner. Dreckiger Hund, du. Sonst haben wir hier auch nicht wirklich was. Doch auch nicht mehr Karten. Wir bleiben hier bei den nördlichen Königreichen und ups. Kann ich hier noch irgendwas rauskicken? Anführer wechseln können wir nicht, nein. Gottverdammte Infanterie. Zweimal haben wir den. Den haben wir dreimal drin. Dann nehme ich einen raus. Und nehme lieber den da wieder. Da hat ein bisschen mehr Attacke. Aber nur ein bisschen. Okay, dann spielen wir mal mit der Quint und gucken, ob wir diesen mal gewinnen.
klirrende Kälte. Kann ich dich wieder zurücklegen? Genau, dann nehme ich die Kira noch mit. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens toll aussehen. Und den vielleicht noch weglegen. Oder den. Belagerungskarten haben wir zwei. So ist besser. Einfach ein Sechser dazu. Mehr als zwei Punkte. Freundchen. Das kann ich auch. Tada. Guck mal, was ich kann. Jetzt habe ich vier. Was hast du? Du hast zwei. Jetzt hat er fünf. Sollte ich vielleicht nicht in die erste Reihe gehen, sondern weiter nach hinten? Nee, komm, wir legen jetzt noch die da. Dann sehen wir schon, was passiert. Dankeschön. Was hat die nochmal gebracht? Zwei Karten, glaube ich, oder? Genau, zwei Karten vom Nachziehstapel. Soll er ruhig haben, die Karten, das ist mir egal. So gewinnen wir relativ gut unser erstes Game. Ja. Hat ihm immer noch nicht viel gebracht. Wir könnten jetzt passen. Dann würden wir vielleicht sogar verlieren. Der Typ ist ja wieder von Sonderkarten nicht eingeschlossen, oder? Nein, aber dann hätte er, wenn ich jetzt die andere spiele, hätte er 12. Ich hätte noch weniger. Ah, keine gute Idee. Wenn ich ihm die gebe, hat er 19. Er müsste jetzt einfach nur noch 6 haben. Ich möchte jetzt aber auch ungern passen. Der war nicht gut. Warum haben die so gute Karten? Ey, ich muss welche kaufen. Das ist ja nicht mehr. Ist ja nicht mehr normal. So, Belagerung. Ich weiß ja, was er hat. Keine Ahnung. Oh. Er hat noch einen Zehner. Das gefällt mir nicht. Scheiße. Achso, wenn ich dem gebe, hat er vier mehr, aber ich kann ja zwei Karten ziehen. Und leider Gottes werde ich das wahrscheinlich auch tun müssen. Aber erst kann ich meine Anführerkarte einsetzen. Hier. Karten, bitte, gute Karten. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist schlecht. Das war die falsche Karte. Ja, aber wir hätten so oder so verloren. Also nichts mehr zu machen. Diese blöden 10er-Karten. Hab dich ausgenommen, Freundchen. Bring mehr Geld, dann kannst du es vielleicht zurückgewinnen.
Gut, dann gehen wir vielleicht erstmal woanders hin und dann schaue ich mal, ob ich irgendwie Gewinnkarten auftreiben kann. Es muss ja hier irgendwo welche geben. Der da vorne hat nicht zufällig gleich welche. Männer haben die stinkende Hecke gewinnt. Hey du, da ist du Stutenfohlen gesehen. Na nun, wie komme ich da rein? Guten Tag, Händler. Hallo, Grititoi. Grüße. Was willst du verpfänden und wie viel brauchst du? Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Und du riechst auch nicht so. Gerade kann ich nicht klagen. Dann willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Zeig mal. Zeig mir, was du anzubieten hast. Florin. Ändere dein Leben ein Handbuch. Nein. Ade. Bis dann. Okay, dann Finsternis. Gehen wir zum nächsten. Überall Finsternis um mich herum. Mann. Wir haben einfach entweder zu wenig Gewinn gespielt, zu wenig Gewinn gewonnen. Spitzeln wird mit dem Tod oder halt einfach keine Kein Durchgang. Und hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Ich zahle. Vielleicht werden wir uns ja einig. Und wie? Ich zahle, ihr lasst mich rein. Her damit. Geh rein. Und denk dran, wir beobachten dich. Wer regelt die Kämpfe? Igor. Na komm, lauf, mein Freundchen. Na los, mach dich bereit. Du bist dran. Ich bin bereit. Was hast du vor? Ich suche Igor. Wo ist Igor? Gott, sind hier viele Leute. Hallo Igor. Ist das alles? Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Ja, man muss die Leute kontrollieren. Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich töte Monster. Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Na schön. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Noch einen Moment bitte. Ich brauche noch etwas vorbereiten. Lass mich nicht warten. Ich möchte nämlich nochmal meditieren. Meditieren. Denn wir sind noch nicht voll. Ja, so darf man nicht denken. Wir sind noch nicht voll. Wenn wir dann voll sind. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt. Dann machen wir noch eins voll. Okay, gut, dann. Los geht's, Igor. Aber hier findest du ihn nicht. Bereit? Ich bin bereit. Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Ich bin Millionen wert. Denk dran. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen.
Geldbörsen raus! Es werden Wetten angenommen! Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser! Ein Hexer! Ein mörderischer Mutant! Ein Tank! Ein Gegner! Gustav! Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat! Mit einem Messer! Ich töte ihn nicht! Wie immer! Schwächling! Lass ihn sterben! Lass die Hunde los! Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber ich töte ihn doch nicht. Wahnsinnig. Töte keine Unschuldigen. Ich töte nur Hunde. Die nicht essen. Zumindest in-game. Der Hexer hat gewonnen! Nächster Kampf! Und weiter geht's! Der Hexer gegen... die haarigen Brüder, direkt von den wilden Skellige-Inseln. Ihr Vater war ein Braunbär. Sie leben, um zu töten. Tun Sie das? Ich dich oder du endest wie dein Bruder. Der Hexer und Gustav Röhne haben ihre Gegner besiegt. Ich bin ein bisschen schneller, als die vorhersagen können. Nächster Kampf. Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Was kommt da? Was bist du denn? Ein hässliches Vieh. Stirb! Reißt euch zusammen, Jungs! Der Blüber. Ich mag dir keinen. Das war's. Kann ich den looten? Ja. Alles mitnehmen. Mehr Blut! Mehr Blut! Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Ihr seid doch scheiße. Ach, gleich mehrere. Super. Die sind nicht nett. Bei der Baronenquest. Oh, kleines blaues Muttergehen. Wir wollen Boris! Wir wollen Boris! Wir wollen Boris! Wir wollen Boris! Soll ich Boris loslassen? Boris! 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 Nur für euch! Zum ersten Mal seit langer Zeit! Lasst Boris frei! Wer ist Boris? Oh, das sieht mir nach einem Grizzly aus. Zack, 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 zack. Meinst du, das tut mir weh? Hast du wohl gedacht, du bringst mich damit an? Keine Chance. Oh. Der andere hat's geschafft. Sehr gut. Und noch ein Sieg für den Hexer. Sehr gut gemacht. Bravo, die hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Danke. Danke. Cyprian Willi, den meisten als Hurensohn Junior bekannt, weiß ordentliches Handwerk zu schätzen. Also, genug geplaudert. Jetzt... Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Hm? Ihr habt den Mann gehört! Tötet ihn! Warum? Sehe ich gar nicht ein. Ist nicht nett.
Idee. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ihr stirbt alle. Igor! Verfluchte Scheiße! Ach, und. Blöder Igor. Hat er jetzt meinen Kollegen getötet? Oder was? Verhackt. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Igors Schlüssel. Welches Loch? Das Versteck. Okay, laufen wir erstmal in die Richtung. Das sieht vielleicht nicht gut aus. Okay. Können wir da vielleicht irgendwie durch? Wenn wir das Licht ausmachen? Nein. Hätte ja sein können, dass das ein geheimer Weg ist. Hier war Boros. Irgendwann. Viecher. Okay, dann gehen wir nach oben. Mal gucken, ob hier. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Ich dachte es. Seltsam. Jetzt geht's. Fläschchen, Wasserflasche, altes Schaffell, Fläschchen, noch ein Fläschchen. Klinge von Tirtocharir. Da kann man sich nachher mal drum kümmern, in einer anderen Folge. Was haben wir da? Mysteriöser Brief. Lies den mysteriösen Brief. Okay. An Hohensohn Junior. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen, doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bode nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Das will ich nicht. Wen wollt ihr abschlachten? Mich? Schon. Später Geld. Du bist Stinklage, verdammt. Möge dein Bart frei und stark schließen. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung wir gehen müssen, aber hier oben war ja auch noch was. Links! Links! Auge um Auge! Haltet euch die Augen zu! Und das Schwert, Geralt. Warum hast du schon wieder kein Schwert ausgerüstet? Doch, hat er doch. Okay, was haben wir denn hier? Alte Schaffel. Nachricht von Igor und einen Goldring. Lies die Nachricht von Igor, denke ich mal, oder? Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch noch auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt, dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Krone nicht angerührt werden und kein einziger Kopf fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden.
hat uns gerade verraten, wo das Geld liegt. Das werden wir uns holen. Weiß nicht, ob hier noch irgendwas Interessantes liegt. Ich guck einfach mal rum. Was haben wir hier? Wo ist Fleisch? Okay. Nicht so, dass noch ich aus bin. Okay. Dann gehen wir ja mal raus. Ist hier noch was? Nee. Okay, geh nach unten. Vor das Gitter. Schau dir die gegenüberliegende Wand an. Moment, war das hier ganz unten? Das ist das Falsche. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Zur Arena führt. Dreh dich so, dass du mit dem Rücken zum Gitter stehst. War das nicht da unten, wo wir vorhin waren? Ich glaube, wir haben den doch schon, oder? Vom Obergeschoss nach unten. Dass du vor dem Gitter stehst. Ich glaube, wir haben den schon gelootet und wenn nicht, ist auch egal. Gut, dann gehen wir mal zu Dijkstra oder gucken erstmal zu seinem Versteck. Weiß ich noch nicht genau, was wir als erstes machen. Werden wir aber gleich herausfinden, wenn wir mal erstmal, ja, wenn wir erstmal wieder oben an der Oberfläche sind. Okay, wo schickt's uns denn jetzt am einfachsten hin? Finde Junior Dijkstra. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Das schaffen wir, glaube ich, noch in dieser Folge. Almosen, Almosen für Brot. Ich bitte euch, gute Almosen für Weinlose. Upsa. Für einen Rivia regnet es nie, stimmt's? Es schüttet. Da ist ein Schneider. Welthauptstadt wird sie genannt. Aber welche Rolle spielt das in Aberglaube und. Ach ja, genau, hier unten war das ja. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, da schon wieder runter zu springen. Sterbe ich nur wieder. Also so halb. Los, brennt hell. Dijkstra, wo bist du? Schweine, überall Schweine. Hallo Dijkstra. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Wusstest du, dass Junior mit den Redianien zu arbeiten? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Ich habe es aus einer zuverlässigen Quelle erfahren. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt.
Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Das könnten wir machen. Wir könnten... Hallöchen. Ich wünsche dir Glück. Du wirst... Läuft sie voll gegen uns und dann schreit sie... Ah! Mach doch die Augen auf, Mädel. Okay, das war's erstmal für diese Folge. Ich werde dann gleich mal speichern, dass wir das nicht vergessen. Und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.